Die Corona-Krise ist eine Demo-Version der Welt, die wir hätten, wenn jeder Mensch ein Impfgegner wäre. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals, zur neuen Ausgabe des Ärgerlich-ABCs. Zuerst einmal muss ich mich entschuldigen, die letzte Folge mit dem Buchstaben H wurde ab 18 gestellt, weil ich irgendwie zu viel rumgeflucht habe. Ich muss sagen, ich hatte einen schlechten Tag, als ich das Video aufgenommen habe, war auch ein bisschen geladen, das tut mir leid. Ab jetzt werde ich wieder versuchen, mehr die Fakten in den Vordergrund zu bringen und sachlicher zu bleiben. Beim heutigen Thema ist es auch besonders wichtig, denn es geht um den Buchstaben I, wie Impfgegner. Alle Fakten und Behauptungen, die ich heute in diesem Video mache, sind übrigens wie immer in der Videobeschreibung mit Quellen verlinkt. Um das Problem mal kurz zu erklären. Menschen, unter anderem auch Promis mit vielen Followern, verteilen vermeintliche Fakten und falsche Informationen in Telegram-Gruppen oder anderen sozialen Netzwerken. Ihr merkt, bei dem Wort Telegram-Gruppe muss ich mich schon zurückhalten, nicht sauer zu werden. Der große Überbegriff des Themas lautet: Impfen ist schädlich. Und schon mal als kleiner Spoiler vorweg, ist das nicht. Impfen rettet Leben. Man kann es zwar aktuell nicht mehr so ganz glauben, aber wir leben immer noch in einer Pandemie. Denkt mal an Februar und März zurück, als sich Zehntausende pro Tag angesteckt haben und das soziale Leben einfach komplett zum Stillstand gelangt ist. Die Corona-Krise ist also so ungefähr eine Demo-Version der Welt, die wir hätten, wenn jeder Mensch ein Impfgegner wäre. Ich halte es für wichtig, diese Erklärung nochmal ins Video zu bringen, denn es gibt einen Unterschied zwischen Impfskeptikern und Impfgegnern. Impfskeptiker sind, wie der Begriff schon sagt, skeptisch gegenüber Impfungen. Sie hinterfragen Notwendigkeit und Nebenwirkungen, sind aber noch für sachliche Argumente und wissenschaftliche Fakten zugänglich. Bei Impfgegnern ist das ähnlich wie bei Flat-Earthern oder AfD-Wählern. Wissenschaftliche Beweise und Fakten werden einfach so für nichtig erklärt, so quasi nach dem Motto, nee, das stimmt ja gar nicht, ja, wir hatten das schon ganz oft. Der Unterschied nur zu den Flat-Earthern, diese sind dumm für sich. Sie tun keinem was damit. It's still flat. Bei den Impfgegnern ist das wieder was anderes. Denn jeder, der sich selbst oder seine Kinder nicht impfen lässt, ist damit direkt eine Gefahr für andere. Und warum? Das erkläre ich euch im nächsten Kapitel. Vor einigen Krankheiten sind wir nur geschützt, wenn genug Leute dafür geimpft wurden. Den Oberbegriff habt ihr bestimmt schon mal gehört. Herdenimmunität. Ich finde aber ein passenderes Wort dafür ist Gemeinschaftsschutz. Wenn also in einer Gruppe von 100 Leuten 95 geimpft sind, dann ist der Schutz so groß, dass die anderen 5 kaum Möglichkeiten haben, sich noch anzustecken. Und es kann sich auch nicht jeder impfen lassen. Beispielsweise Immunkranke, Schwangere oder Neugeborene. Deswegen ist es meine Aufgabe, dass ich mich impfen lasse, um eben diese Leute mitzuschützen. Na, hat schon hier irgendjemand von euch so eine Parallele zur Maskenpflicht erkannt? Sich impfen zu lassen bedeutet also, Verantwortung für die Gemeinschaft zu tragen. Als kleines visuelles Beispiel dafür. Wenn ich keinen Fahrradhelm trage, dann gefährde ich in allererster Linie mein eigenes Leben. Der LKW-Fahrer, der mich dann überrollt, hat dadurch keinen Vor- und Nachteil. Lasse ich mich aber nicht impfen, dann gefährde ich nicht nur mich, sondern kann die Krankheit noch an andere Gefahrengruppen weitertragen. Eigentlich müsste ja jetzt alles klar sein. Alle, die können, lassen sich impfen und damit haben wir einen Gemeinschaftsschutz aufgebaut. Aber Impfgegner haben Gründe, warum sie Impfgegner sind. Und diese werden wir jetzt Stück für Stück zerlegen. Ich habe mir mal Kommentare unter Videos von Impfgegnern durchgelesen. Dort schreiben die Leute so: Richtig so, ich lasse mich nicht impfen. Eine Nadel in meiner Haut bedeutet Körperverletzung und ich nehme keine freiwillige Körperverletzung an. Ja, genau, aber wenn du dir abends deine 3 Bier und 12 Korn in den Körper kippst, dann ist das vollkommen gesund für dich. Verzeihung, ich kann eine generelle Angst Impfen gegenüber nachvollziehen. Ich glaube, ich habe mich 2013 oder 2014 das letzte Mal vor einem Urlaub impfen lassen und dort bin ich, glaube ich, noch im Arztzimmer sogar ohnmächtig geworden. Das hat aber viel mehr damit zu tun, dass ich kein Blut sehen kann und dass ich Angst vor Nadeln habe. Vor 3 Monaten oder so zuletzt hatte ich meine Freundin zum Arzt begleitet und bei der Blutabnahme zugesehen. Das hat keine 3 Minuten gedauert, bis ich mich auf dem Klo übergeben musste. Also echt, ich bin da wirklich empfindlich, das ist ziemlich blöd. Aber hey, erstens kann ich da nichts für und zweitens mache ich mir nichts draus, denn Son Goku hatte auch Angst vor Nadeln. Aber obwohl es mir so schwer fällt und ich so eine Angst davor habe, lasse ich mich impfen. Warum? Klar, wegen der Gesellschaft. Und weil ich nicht krank werden will. Aber hey, es ist ja auch nur ein kleiner Pieks. Da zieht man die Nadel dann raus, macht kurz Schmiemsch. Schmiemsch. Gibt ein Küsschen drauf und dann ist das wieder gut. Also, nicht egoistisch sein, sondern Augen zu und durch. Impfgegner haben natürlich Beweise für ihre Argumente. Der ersten These, die wir uns heute nähern, ist, dass die Nebenwirkungen von Impfungen uns alle krank machen. Bevor wir diese These jetzt zerlegen, ja, teilweise stimmt sie. Denn Impfungen können Fieber oder Schwellungen hervorrufen. Und wenn so etwas tatsächlich passiert,
dann muss das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Ärzte und Herstellende sind dazu verpflichtet. Und in einer Statistik aus dem Jahr 2005 bis 2009 kam heraus, dass diese Fälle 169 Mal vorkamen. 169 bestätigte Fälle, die durchs Impfen krank wurden. Von 211 Millionen, die in dem Zeitraum geimpft wurden. Zum Vergleich, eines von 1000 Kindern, das an Masern erkrankt, stirbt. Die These, dass man durchs Impfen krank werden kann, ist also nicht unbedingt falsch. Allerdings ist die Größenrelation so gering, dass wir sie einfach nicht als Argument gelten lassen können. Nächster Punkt. Impfgegner nutzen häufiger mal das Argument, dass Impfstoffe giftige Chemie enthalten. Aber soll ich dir mal was sagen? Die Ecstasy-Pille, die du dir jeden Abend reinziehst, auch, und zwar wesentlich mehr. Verzeihung, es ist wieder mit mir durchgegangen. Wieder ist diese Behauptung nicht unbedingt falsch. Sie liegt allerdings weit unter toxischen Bereichen. Also ist für den Menschen überhaupt nicht schlimm. Als anderes Beispiel, wie wir noch giftige Chemie aufnehmen. Durch Verpackung zum Beispiel, in unserem Brot oder so, da nehmen wir auch Aluminium in unser Körper auf. Allerdings so wenig, dass es überhaupt nichts ausmacht. Daher, diese These ist nicht falsch, hat aber absolut keine Bedeutung. Nächster Punkt. Oh, Impfung verursacht Autismus, da gibt es wissenschaftliche Belege für, da kannst du dir deine Argumente schenken, blöder Mann mit den grünen Haaren. Jetzt bin ich aber platt, denn die Studie, die bestätigt, dass Impfen Autismus fördert, gibt es wirklich. Nur leider gibt es eben nur diese eine Studie von dem Dr. Andrew Wakefield. Und ganz viele andere Studien haben das schon widerlegt. Und dann kam 2010 auch noch heraus, dass diese Studie von Anwälten finanziert wurde, die Eltern vertreten, dessen Kinder Autismus haben. Diese Anwälte wollten mit dieser Studie nämlich Herstellern von Impfstoffen um Massen verklagen. Leider ist es ans Licht gekommen. Und dieser Doktor ist übrigens kein Doktor mehr. Er hat seine Zulassung verloren. Betrachten wir diese Theorie und dieses Argument also als vollkommen zerstört. Die Pharmaindustrie hat uns alle in der Hand und möchte mit uns nur Geld verdienen. Und soll ich mal was sagen? Das stimmt sogar. Pharmakonzerne wollen wirklich mit uns Geld verdienen. Ich will übrigens auch Geld verdienen. Wenn ihr also mich und diesen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das auf patreon.com/masterjam mit 1 Euro oder mehr im Monat tun. Nicht rummeckern, ist freiwillig, unterstützt nur diese Videos auf dem Kanal und es gibt eine Apple Autogrammkarte dafür. Aber eine Impfung bedeutet, man wird nicht krank. Keine Impfung bedeutet möglicherweise jahrelange medikamentöse Behandlung. Na, woran könnte die Pharmaindustrie wohl mehr verdienen? Das Herstellen eines Impfstoffs ist außerdem noch wesentlich komplizierter und kostspieliger als bei Medikamenten. Hier als Beweis. 2017 gaben Krankenkassen insgesamt 217,8 Milliarden aus. Nicht mal 1% davon gingen in Impfstoffe. 17,3% davon gingen allerdings in Arzneimittel. Halten wir also fest. Ja, Pharmakonzerne wollen Geld verdienen. Allerdings in Bezug auf Impfungen macht das überhaupt keinen Sinn. Also ist diese These, liebe Impfgegner, zerstört. Aktuell die allerheftigste Theorie. Wir werden alle gechippt. Warte, hier, Deutschlands größter Verschwörungstheoretiker in einer Telegram-Gruppe. Darum geht es bei Corona. Euer Ego soll in eine Cloud hochgeladen werden. Die Leitung in eurem Körper wird gelegt durch eine Impfung und die darin enthaltene Nanotechnologie stellt die Verbindung her zur Cloud. Ihr sollt ungefragt unsterblich werden, damit ihr in dieser materiellen Welt verfangen bleibt und niemals euren Seelenfrieden bekommen könnt, niemals zu Gott kommen könnt. Das ist Satans Plan. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber seit ich gechippt bin, kann ich schneller laufen. 60,6000 Abonnenten. So viele Leute, die nur vor ihrem Handy sitzen und sich denken, ja, der hat zwar keinerlei Belege, aber alles ist großgeschrieben. Ich glaube, das stimmt. Davon muss ich all meinen Telegram-Freunden erzählen. Ich muss sagen, es ist wirklich unglaublich schwierig, etwas zu widerlegen, was keine Quellenangabe hat. Daher blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe einen Arzt kontaktiert. Ja, Doktor? Wie sieht's aus? Ist an dieser These von Attila Hildmann irgendetwas dran? Nein. Nein, ist es nicht. Wirklich nicht. Danke. Keine weiteren Fragen. Wir schalten zum Fazit. In diesem kurzen Clip habe ich jetzt mal eben eine ganze Handvoll Argumenten von Impfgegnern entkräftigt oder zerstört. Wenn du, lieber Zuschauer, aber jetzt ein Impfgegner bist, dann habe ich dich natürlich mit meinen Argumenten nicht erreicht. Denn ey Mann, ich bin ein Typ auf einem großen Bildschirm.
Natürlich bin ich von den Freimaurern oder von der Pharmaindustrie bezahlt, keine Ahnung. Aber das ist halt eine typische Vorgehensweise von den Impfgegnern. Sie betreiben Cherry-Picking, nehmen also nur Argumente, die ihre These bestätigen. Aber alles andere, was sie entkräftigt, wird sofort als falsch deklariert. Sie ziehen unlogische Fehlschlüsse aus vermeintlichen Fakten und erwarten Unmögliches von der Wissenschaft. Beispielsweise, dass eine Impfung hundertprozentig sicher sein muss. Das geht natürlich nicht. Und ganz beliebt, nicht nur bei Impfgegnern, sondern generell bei Verschwörungstheoretikern, es werden falsche Experten zitiert. Dr. Best hat aber gesagt, dass... Ja, Dr. Best ist aber kein Virologe, sondern Zahnarzt. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele über die Argumentationsstruktur, aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Ein großer Leitfaden und Hilfe für dieses Video war übrigens das Buch Anleitung zum Widerspruch von Francie Campus. Hashtag unbezahlte Werbung, aber es ist sehr gut. Jedes Argument, das ich in diesem Video gebracht habe, ist aber nicht nur aus diesem Buch, sondern nochmal extra mit einer Quelle in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt euch also sicher sein, das ist alles echt, was ich erzählt habe. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Wie ist eure Meinung zum Impfen und zu Impfgegnern? Und außerdem, welches Thema soll ich beim Buchstaben J behandeln? Teilt dieses Video gerne auf Social Media oder in eurer Telegram-Gruppe und ich würde sagen, haut raus, bis zum nächsten Mal.